Ich begrüße Sie herzlich im Al-Bayt Stadium, liebe Zuschauer. Willkommen zu diesem heutigen Spiel. Am Mikrofon sind heute wieder mal Wolf Fuß und der geschätzte Kollege Frank Buschmann. Heute sind wir zu Gast bei einem Spiel aus dem Viertelfinale dieser WM. England gegen Dänemark. So, Viertelfinale also in diesem Wettbewerb. Die Nerven spielen eine immer größere Rolle. Das haben wir alles schon erlebt. Und natürlich ist das kein Selbstläufer. Du musst Bestleistung bringen, sonst bist du ganz schnell raus. Es geht los in dieser Partie. Anstoß haben die Dänen. Kasper Dolberg. Ganz energisch. Und jetzt gibt's Ecke. Das ist die Aufstellung der englischen Mannschaft. Im Tor ist Jordan Pickford. John Stones spielt mit Harry Maguire in der Abwehr. Oh, das wird gefährlich. Klasse Parade von Pickford. Ecke Eriksen. Da bekommen sie den Ball nicht raus. Der Block, Szene bleibt gefährlich. Er versucht's. So wünschen wir uns das. Frühes Tor in dieser Partie. Jo, so kann's weitergehen. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Harry Kane. Und jetzt Sterling. Ruhiger Spielaufbau, das sieht gut aus. Phillips. Ja, das hat nicht lange gedauert. Und dann geben sie die perfekte Antwort, machen den Ausgleich. Eins wieder unentschieden. Der Spielverlauf ist völlig offen. Eriksen wartet erstmal auf seine Nebenleute. Mikkel Damsgaard. Dolberg. Højbjerg. Tor und damit sind sie hier wieder vorne. Rückstand jetzt also für England. Schauen wir mal, ob sie eine Antwort finden. Sterling jetzt am Ball. Da gehen sie dazwischen. Wichtig. Die Nebenleute bieten sich da schön an. Zugemacht, ganz souverän. Tolle Szene. Das könnte vielleicht was werden. Und sie machen nichts aus der Chance. Ball ist weg. Die Chance auf den Konter. Tja, Ball wieder weg. Da müssen sie einfach konsequenter sein bei so einer Konterchance. Christian Eriksen. Thomas Delaney. Da passt die Abwehr auf, holt sich diesen durchaus gefährlichen Steilpass. Phillips. Er geht dazwischen. Damsgaard. Dolberg. Andreas Korf-Olsen. Thomas Delaney. Gute Chance. Kann erstmal befreien. Jetzt Sterling. Ball jetzt bei Sterling. Damit war es das fürs Erste. Pausenpfiff hier im Al-Bayt Stadium.
Es geht los mit den zweiten 45 Minuten. Anstoß England. Und Eriksen. Dolberg! Es sieht immer besser aus für sie. Sie machen das Tor. Jetzt beträgt die Führung zwei Tore. Heißt es also jetzt. Den Ball holt er, gut verteidigt. Weiter dieser Angriff, da bieten sich ihnen jetzt mehrere Optionen. Aber sie können nichts aus der Szene machen. Der Ballverlust. Es riecht nach Comeback. Sie brauchen noch einen Treffer. Dann haben sie den Ausgleich. Fuß. Und wenn der Schuss dann so perfekt kommt, dann ist er unhaltbar. England verkürzt auf 1. Vielleicht können sie den Schwung dieses Tores jetzt ausnutzen. Ja, starker Pass. Pass kommt, aber das ist dann abseits. Enge Geschichte. Ja, der Vorschuss kommt ein wenig zu früh. Da müssen sie dran arbeiten. Denn eigentlich ist das ja eine Strategie, die vielversprechend ist, die durchaus zu Toren führen kann. Mason Mount. Ja, wird hier gut unterstützt. Sterling. Der Ball kommt nicht durch. Abgeblockt. Super Trick, er kommt vorbei. Ganz energisch. Jetzt können sie es machen. Der muss doch drin sein. Den macht er ganz seriös ins leere Tor. Goal. Neuer Spielstand 4:2. 6 Treffer haben wir bereits gesehen. Dolberg. Setzt sich da schön durch. Mikkel Damsgaard. Ganz wichtig, da muss er hin. Harry Kane. Schöne Aktion. Rice. Da gehen sie dazwischen, wichtig. Und die letzten 10 Minuten sind hier angebrochen. Viel Platz für den Konter jetzt. Calvin Phillips. Ist das der Anschlusstreffer? Und drin ist er. Da sind sie wieder. Jetzt sind sie bis auf ein Tor wieder dran. Beeindruckend. 7 Tore insgesamt, 4:3 der Spielstand. So, 3 Minuten sind noch zu spielen jetzt. Da läuft der Ball. Ich weiß gar nicht, wie viel der Ballkontakt das jetzt schon ist. Sie haben wirklich Geduld. Wird das die Entscheidung? Der Keeper mit dem Ball. Phillips. Kane. Noch wehren sich die Engländer gegen diese drohende Niederlage. Aber kommt das zu spät? Gleich war es das hier. Vielleicht bleibt nur noch diese eine Chance. Schluss, aus, das war's. Damit sind sie nun also weiter. Sie stehen mit diesem Ergebnis in der nächsten Runde. Weiterkommen geschafft. Glückwunsch. Die Mannschaft hat gezeigt, wo es klappt, wo es rund läuft. Aber man hat natürlich auch gesehen, da stimmt noch nicht alles. Blicken wir auf die Zahl der Gegentore. Das ist kein Ruhmesblatt. Da müssen sie aufpassen. Es gibt Gegner, da kannst du dir das in der Form nicht erlauben.